Hallo Leute, wir freuen uns, dass ihr wieder zuschaut. Ja, ich würde mal sagen, Prime Day. Wir haben geschlagen zu. Und da haben wir das erste Set für euch. Und zwar ein Lego City Sets. Sets kommen noch. Immer mit Ruhe. 60-29-0. Ab 5 Jahre. Ist nicht die Bauzeit. Das wird eng. ja, so ein Freizeitpark, so ein Skatepark. Da kannst du auch mit Moped drauf fahren oder was ist das da? Mountainbike. Schauen wir mal. Auch mit Rollstuhl? Ja, mit Rollstuhl kannst du auch. Hier oben der Junge. Finde ich gut, dass sie sowas mittlerweile einbauen. Ja. So, hier haben wir die lustige Rückseite. Dann haben wir hier die Figuren. Und das ist die Packung, die müssen wir jetzt aufmachen. So, das Ding hat 195 Teile. UVP kostet 29,95. Wir haben es geschossen für knapp 18 Euro. Also 18 Euro. 90. Beim Prime Day von Amazon. Ja, dann wollen wir mal gucken. Die haben ja auch wieder diese lustigen Griffe drin, die man so ein bisschen kaputt schneiden soll, damit der Wiederverkaufswert von dem Set dann fällt. Denn immer mehr Leute wollen ganze Kartons, nicht nur ich. Aus einem ganz einfachen Grund. Wenn sie es wiederverkaufen wollen, kriegen sie mit einem kaputten Karton weniger Geld. Darauf werden wir mal in einem anderen Review näher eingehen. Denn wir hatten ja so etwas, beziehungsweise wir haben sowas und sag's wie es ist, lässt sich nicht verkaufen. Das höchste Gebot, was ich bekommen habe, das waren 10 Euro. Mit kaputten Karton. Das sehe ich nicht ein. Dann haben wir uns gedacht, wir bauen es selber auf. Wir haben auch noch nicht die Zeit gefunden. Ja. Wir haben im Moment so viel zu tun, dass wir sogar am Überlegen sind, ob wir nicht eins von den beiden Sachen am Tag ausfallen lassen. Ja, machen wir Folgendes. Bestimmt ihr. Ihr sollt jetzt bestimmen, welches weg soll. Das von morgens oder das von nachmittags. So Zwischensachen machen wir auf jeden Fall. Und ihr bestimmt halt, welches ihr da ausfallen lassen soll. Nein, 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 oder? Doch, doch, das ist eins von den ersten Sets, wo die Straßenplatten drin waren. Diese neuen, tollen Straßenplatten. So, was haben wir hier Feines? Die Bauanleitung. Und die Bauanleitung. Und die Bauanleitung und einen Kilometer. Aufkleber. Genau. Mit einem Frosch, das kommt dann hier auf die Seite. Ja, zum Glück ist er ordentlich überflüssig. Und dann, ey, wo kommen die blau-weißen Streifen hin? Die kommen auf dieses Fahrzeug. Ja, das für die Türen. Ey, Alter! Bei Kobi gedrückt, bei Lego geklebt. Cool. Sauber. Ja, dann wollen wir mal schauen. So ein bisschen Aufschneider machen. Ja, wie gesagt, wir haben so viel zu tun, wir wissen gar nicht mehr, was da eigentlich Sache ist im Moment. So, das ist das Auto. Das hat die eigene Anleitung. Ja, das Auto hat einen Fahrer, oder wie sehe ich das? Ja. Die Fahrer und alles andere bitte hierhin. Ich die Fahrerin. Ah, das ist das Straßengerümpel. Ja, da bin ich jetzt gleich mal gespannt. Scheint für so ein Parkding da, so als Bahn und so, scheint das gar nicht so schlecht zu sein. Weil diese großen, kleinen Flächen werden da bestimmt gebraucht. Für sowas ist das bestimmt gut. Warum nicht? Parkplatz oder so. Das sind dann nochmal
steckt schon der Tüten drin. Schade, ein kleines Formteil für den Unterbau. Ja, die sind bei den kleinen Autos, bei Lego immer. Da kannst du ganz selten selber bauen. Ein 5er-Set, ja. Formteile, wie es der Mensch braucht. Das scheint hier der Rollstuhl zu sein. Und ich glaube, ich habe auch die Räder vom Rollstuhl. Und zwar die kleine Tüte in der anderen Tüte, gell? Ja. Nein, das war die. Das ist die Dingstüte hier mit dem Rümpel. Okay. Ja, so wie ich das sehe. Da sind auch noch die orangen Teile drin. Und jetzt habe ich hier zwei kleine Tüten. Das war die eine Tüte, die hier in der anderen da drin war. So, hier. Schau mal. Da haut schon einer ab, ne? Auch mit deinem Kopf, der gehört aus dem Rollstuhl. Also, Themendings eingepackt ist das hier auch nicht, wenn ich mir das so angucke. Alles auch durcheinander. Normalerweise. Normal ist es ein bisschen anders. Ich glaube, das ist einfach zu. Das ist jetzt hier wieder ein Formi, so wie ich das sehe. Ach, ein Druck. Und noch ein Druck. Jetzt kriegen wir Druck. Sowas können sie auch. Ja, die konnten es mal ganz gut, aber dann haben sie sich gesagt, nee, ist zu teuer oder so. Wahrscheinlich ist in deiner Anleitung noch ein bisschen was an Aufklebern drin. Ja. Fehlt mir hier was. Die Aufkleber sind da. Da muss ich mal gucken, das ist alles durcheinander. Da ist kein System drin im Moment. Also ich kann keins feststellen. Ach, das ist hier so. Suchst die Ölwanne. Das ist der Druck. Sieht größer aus auf dem Bild. So. Ja. Ich habe mich ein bisschen verkühlt. Der Wetterumschwung. Nein, mir haben sie immer gesagt, ich soll nicht nackig durch den Wald rennen. Das bei Regen. Ist auch so ein Thema. Hör bloß auf. So, dann wollen wir mal die große Platte nehmen. Und hier diese zwei wunderschönen Teile. Ich wollte also sich zuerst die Figuren zusammenbauen. Warum machst du es nicht? Ach Mann. So, das ist er jetzt hier. Was für ein Gesicht hast du denn da? Ja. Genau das. Blaue Hose, komm mal her, blaue Hose. Du, die blaue Hose. Das ist so eine hellblaue. Die blaue Hose ist von der Tussi. Die dunkelblaue, ah. Die beigefarbene ist hier. Gut. Ich nehme mal die dunkelblaue. Man kann nie wissen, wofür es gut ist. Das ist vielleicht eine Designerhose. Von der Firma Zwickt unter den Armen. Ich meine die Hose. So, den hätten wir mal. Hier kriegt der Moped. Mann, was die alles haben wollen. Der Moped. Ja, alles schläubig. Ja. Ah, ich weiß, was das für eine wird. 500er Blendax mit Streusern, Vergaser und Kniescheibenschaltung. Ja, schon ein geiles Gerät. Ja.
Komm mal her. So, ich tue es nur mal andeuten. Naja, standhaft ist das auch nicht. Ach so, manche ist es auch nur ein Print. Nicht nur ein Print, sondern ein. Na komm. Druck. Ein Aufkleber. Nur mal Aufkleber. Du meinst einen Aufkleber und keinen Druck? Ja. Yeah. Du meinst einen Druck auf dem Heftchen als Aufkleber? Genau. Weiß nicht, wer das gesagt hat. Das ist doch auch doch ein Print. Da habe ich auch gedacht, ja, er hat recht, er hat recht. Dann bist du das. Du nicht. Du nicht. Aber noch im Kopf. Ist er nicht. Also, das Ding. Aber da. Haare mit Mütze. Was hat's in deiner Hand? Eine Gebetsmühle oder was? Vita Rush hat sie in der Hand. Ja, das ist die neue Marke Vita Rush. Vita Rush. Vita Rush. Ist jetzt das Ingetränk in deiner City? Jetzt rennen alle los und versuchen das im Supermarkt zu kaufen, ne? Ich glaube, wenn Lego das im Supermarkt kriegen würde, würde ein Bombengeschäft machen. Die würden es verkaufen. Ey, und wenn's das noch ist jetzt schlecht. Ich muss mal ans Telefon. Ja. Ich werde mal unterbrechen. So, Telefon hat beendet. Genau. So. Ah, da haben wir den Rollstuhlfahrer. Der hat den Kopf. Wieso hat der einen Bart? Fehlt er nur im Kopf oder was? Bart. Ja, hat er. Sehe ich hier. Ganz dünn. Nicht, dass er euch wundert, falls hier gleich irgendwelche Töne kommen. Ich installiere nebenbei einen Rechner. Wie gesagt, wir haben Arbeit bis zum Abwinken. Das ist cool. Finde ich genial. Das ist eigentlich das, was so in der City gefehlt hat. Genauso wie Kinderwagen oder was es jetzt mittlerweile gibt. Die Person hast du nicht in deiner Anleitung, die habe ich in meiner Anleitung. Ach Mann, jetzt bin das ich aber. Auf den Kopf, auf den Körper und den Haare drauf. Der kriegt meine Haare nicht. Das sind nur ein paar wenige noch, aber die sind echt. Ich setze mir keine Fifi auf den Kopf. Oder eine Fußmatte.
überfahrene Katze oder sowas. Ja. Oh, habe ich gestern über das Fahren selber. Wenn du genau hinguckst, zuckt noch. Ja. Ja, bloß auf. Oh, das werden wir jetzt in einem durchmachen, ohne irgendwelche, naja, ne? Ja, wir sind ja hier ein bisschen. Außer wenn hier mal das Telefon klingelt. Oder gleich Cortana was von mir will. Ja. Die schreit nämlich jeden Moment los. Jetzt haben wir das Teil hier. Naja. Ah, ganz seltsame Sachen jetzt. Jetzt kommt das Ding da hinten hin. Ach, da ist es. Ja, wir sind hier ganz lustig am Filmen. Und wir haben ein paar ganz tolle Stimmen ergattert. Zwei Stück. Und naja, ihr werdet es bald hören. Oh Mann. Falls ihr zufälligerweise noch Stimmen habt. Ah, wir würden uns freuen. Was wir brauchen, ist noch ein, zwei Frauenstimmen. Und ja. Männer, warum nicht? Ne? Reichlich. 2, 4, 6. 6 oder 7 Männerstimmen noch. Ja. Wir würden uns wahnsinnig freuen. Ihr habt auch was davon. Euer Nickname, mit dem ihr im Dings-Abo bzw. in den Dings genannt werden wollt, so wird er genannt. Und ja. So, heutzutage geht da nichts mehr ohne Smartphone. Gibt's auch blaue von Etten? Zumindest blaue Hüllen. Ah, gut. Was ich gut finde, ist, dass die Getränkedosen oben drauf einen Print haben. Ah. Aha. Die hat einen Nuckel drauf. So, jetzt sind wir schon so weit. Ja, warte, mach mal. Um dich zu nerven. Genau. Wie oft ich den Spruch schon in meinem Leben gehört habe. Ich meine, er ist nicht sein, sondern den von Cortana. Industriespionage leicht gemacht. Nimm Cortana. Oder Siri. Ja. Sowas kommt mir nicht in die Hütte. Niemals. Damit, wenn ich im Ausland bin, ich kann Englisch, aber es ist nicht so berühmt. Sagen wir es mal so. Da habe ich mir, damit ich mein Handy bzw. mein Smartphone nicht benutzen muss, so einen Translator gekauft.
Der kann fast alle Sprachen auf dieser Welt. Ich glaube, außer Südsuaheli kann er nicht, ne? Wobei, ich bin da gar nicht mehr so sicher. Ja, ich auch nicht. Das funktioniert prima, der Translator. Ja. Verbraucht kaum Strom. So muss das sein. So, du hast die Palme da gemacht. So. Die Wand habe ich auch gemacht. Wie ist die? Ist die genauso stabil wie bei dem Häuschen da? Warte mal. Das ultimative Baumtest. Nee. Also, ihr werdet euch wundern, was wir aus dem Baum gemacht haben. Ja. So, hier ist eine Mücke drin. Eine Stechmücke. Das war eine Stechmücke. Hier ist sie. Ja. So was fange ich im Flug. Ja, alter Mann, noch gute Reaktion. Gestern Abend hatten wir beim Dings, hat mich eine. Nee, zwei Stück, eine im Fuß und eine hier in. Da, hier, wisst ihr. So, die zwei Dinger brauche ich. Das heißt also. Was dann dahin? Was denn dahin? Da rollt was? Nee, da kann nichts rollen. Ausgerollt. Fehlt noch die Palme. Dann kommt das da rein. Wenigstens sind die Noppen dann alle zu. Ist okay. Ich würde nur sagen, das war's. So, hier haben wir die Restteile. Werbung drin. Wie immer hinten die Teileliste. Ja, Anleitung ist super. Ganz leicht verständlich. Gibt es keinerlei Probleme. Und ja, ich meine, okay. Das Thema Straßenplatten haben wir in einem unserer ersten Videos ausführlich durchgenommen. Ja, dafür finde ich es in Ordnung. Hauptsache, ich muss nicht mehr in dem Auto drüber. Denn irgendwie ist das alles ein bisschen ändern lassen. Das wollen wir nicht wieder anfangen. Schaut euch unser allererstes Video an. Da ist alles gesagt. Wir haben dann noch zwei oder drei Updates gemacht. Passt, sitzt, wackelt und hat Luft. Genau. Wer die Straßen braucht, soll sie sich kaufen. Wer es nicht braucht, soll die Finger davon lassen. Darf ich anfangen? Ausnahmsweise, aber nur weil heute Mittwoch ist. So, Restteile habt ihr gesehen. Ich warte erstmal auf das Grünes, hier hast du ein Blatt. So. Da haben wir die Figur, die zu dem Bauschritt gehört. Schön mit einem Handy in der Hand. Ein Smartphone. Ja, Smartphone. Nicht hessisch. Handy, Kabel. Kein Wendegesicht, kein gar nichts.
So, dann haben wir einen Vita Rush Truck. Ja, der ist der Sponsor. Mit Werbung drauf. Schöner Geländewagen. Außer, dass er keine Türen hat. Und eine Türbemalung zum Buchstabe. Ja. Ist ganz okay. So, was kleines zum Fahrzeug. Einsteigen muss man natürlich das Dach abnehmen. Cabrio draus machen, dann geht das. Genau, ist nur ein Hardtop. Ja. So, und als letztes aus dem ersten Bauschritt natürlich die Vita Rush Dosen im Sechspack, das Sechserpack. Sixpack. Da bin ich weit von entfernt. Ich sag mal ja. So, das Gelände willst du nicht vorstellen, ja? Na Gott. Das habe ich nicht gebaut, nicht vollständig. So, dann wollen wir mal. So, da haben wir zum Beispiel ein strahlendes Licht. Da haben wir eine Palme. Dann haben wir da eine Halfpipe. Hier haben wir eine kleine für Skateboards und so weiter. Finde ich schon in Ordnung. Hier ist dann eben halt so eine Wippe für die Halfpipe am Ende. Ist okay. Kratzer lasse ich mal außen vor. Wollen wir heute nicht drüber machen, was. Okay, genug geredet davon. So, dann haben wir hier noch ein paar Figuren. Ja, er hier auf seinem Mountainbike. Warum Mountainbike? Schaut euch die Profile auf den Rädern an. Dann wisst ihr, warum es ein Mountainbike ist. Auch kein Wendegesicht, sondern ganz normal. Vorne bedruckt, hinten auch. Das war's dann auch schon. So bleibt er stehen. So, dann kommt erstmal die Skateboardfahrerin. Mit ihrem Drink. Ja, heißt doch nochmal, also don't drink and drive. Ja. Auch eine hübsche Figur, vorne und hinten bedruckt. Die Flasche selbst ist auch bedruckt. So, und dann haben wir ihn hier. Über den freut es mich am meisten. Genau. Nicht, dass er im Rollstuhl sitzt, sondern dass es sowas auch gibt. Ist auch mein Highlight bei der ganzen Sache. Wunderschön. Vorne und hinten bedruckt. Eine sehr schöne Figur. So, dann haben wir hier noch so ein paar Dings. So ein paar Fähnchen von dem Sponsor hier. Ja. Die Absperrungen darf man nicht vergessen. Absperrungen, ja. Da muss man sich nicht einen Hals bricht, wenn man drauf ist. Oder gerade deswegen. Müssen wir vielleicht noch einen Krankenwagen irgendwo hinpacken. Davon gibt es zwei Stück. Ja, also ich würde mal sagen, Spielspaß müsste sein. So, und das Ganze mal gucken. Also, das haut nicht hin. Dann lassen wir es. Haut auch nicht so wirklich hin. Also, Leute, baut es einfach ein bisschen um und dann habt ihr auch richtig Spielspaß damit. Jetzt mal gucken. Er hier. Bisschen zu steil. Ja, alles ein bisschen zu steil. Aber ist egal. Die Kinder werden damit schon was anzufangen wissen. So, was 18 Euro als Prime-Preis ist okay. Also den 30er werde ich nicht bezahlen. Nee. So um die 20 ist schon okay. Ja, da ist es okay. 20. Ja, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch. Wenn es nicht gefallen hat, Daumen runter. Abonniert uns, daneben ist die Klingel, dann erfahrt ihr auch immer, wenn ihr die betätigt, ob was Neues da ist. Dann sagt uns bitte in den Kommentaren, ob wir morgens oder nachmittags ein Video bringen sollen. Wir werden das jetzt die nächsten 2-3 Mal, wenn wir das ansprechen, wenn wir Videos reinsetzen.
Und dann werden wir es entscheiden nach euren Wünschen. Ihr seid für uns maßgeblich. Nicht wie andere YouTuber. Oh, die schreiben in die Kommentare rein. Die können mich mal. Die können mir gerade mal irgendwo dran vorbei. Und antworten nicht auf einen einzigen. Das kann es nicht sein. Aber jeder muss wissen, wo er dran rummacht. Okay, das war's dann für heute. Es ist wunderschön. Es hat auch wahnsinnig Spaß gemacht. Nur, dass die Funktion ist, hätte man ein bisschen weiter, dass man auch hätte spielen können. Das ist auch viel zu nah dran. Vielleicht hier hinten hinsetzen. Man kann es ja umbauen. Ja. Aus den anderen Sets kann man die Straßenplatten ja ändern. Genau, verlängern, da eine Blinde reinmachen, also eine Fliese, das Ding weiter nach hinten setzen und hier eine abfallendere Steigung und dann funktioniert das. Und hier genau das Gleiche. Ja. Dann funktioniert das astrein und der Spielspaß ist um 200% gestiegen. So, wie gesagt, das war's. Wir verabschieden uns bis zum nächsten Video mit Baut auch so was Schönes. Tschölle. Tschüss.